Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute erinnern wir uns an die Vergangenheit und schauen zurück, wie sich die Darsteller des Films »Ich heirate eine Familie« 1883 im Laufe der Jahre verändert haben. Lass uns gehen. Nummer 1. Peter Weck spielt Werner Schumann in der 1983 ausgestrahlten TV-Serie »Ich heirate eine Familie«. Der am 12. August 1930 geborene Peter Weck war 53 Jahre alt und verkörperte diese Rolle mit einer perfekten Kombination aus Reife und Kultiviertheit. In »Ich heirate eine Familie« ist Werner Schumann eine zentrale Figur, die das Familienleben regeln und mit den komplizierten Situationen umgehen muss, mit denen seine Familie konfrontiert ist. Peter Weck verleiht Werner Schumann ein elegantes und intellektuelles Auftreten mit charismatischem und emotionalem Schauspielvermögen. Er ist nicht nur Ehemann und Vater in der Familie, sondern auch eine starke Stütze, die immer bereit ist, sich Herausforderungen zu stellen, um die Harmonie in der Familie zu schützen und aufrechtzuerhalten. Wecks Rolle zeigt nicht nur seine Reife und Lebenserfahrung, sondern spiegelt auch traditionelle Werte und tiefe Familiengefühle wider. Es gelang ihm, einen Mann mit vielen verschiedenen Aspekten darzustellen. Von Strenge bei der Aufrechterhaltung der Ordnung bis hin zu Mitgefühl bei der Fürsorge für seine Familie. Auch im Alter von 94 Jahren genießt Peter Weck, dank seiner langen und abwechslungsreichen Karriere, noch immer den Respekt und die Liebe des Publikums. Die Rolle von Werner Schumann ist ein integraler Bestandteil seines künstlerischen Erbes und stellt sein Engagement und Talent in der Unterhaltungsindustrie unter Beweis. Nummer 2. Thekla Carola Wied als Angelika Angi. Graf ist einer der wichtigen Höhepunkte der 1983 ausgestrahlten TV-Serie »Ich heirate eine Familie«. Geboren wurde Thekla Carola Wied am 5. Februar 1944, als sie an der Serienverfilmung teilnahm, 39 Jahre alt, und liefert in dieser Rolle eine beeindruckende Leistung ab. Im Film ist Angelika Angi Graf eine kluge, starke und kluge Frau. Sie ist die Frau von Werner Schumann, der Figur von Peter Weck, und gemeinsam mit ihm muss sie komplizierte Familiensituationen bewältigen und lösen. Wieds Rolle demonstriert nicht nur die Standhaftigkeit und Geduld einer Ehefrau und Mutter, sondern spiegelt auch den persönlichen Wandel und das Wachstum in einer Familie wider, die vor vielen Herausforderungen steht. Thekla Carola Wied verleiht Angelika mit ihrer reichen Schauspielerfahrung emotionale Tiefe und Authentizität. Sie drückte sehr gut den inneren Kampf der Figur zwischen den Rollen Mutter, Ehefrau und Frau mit ihrer eigenen Karriere aus. Wied porträtiert das Bild einer modernen Frau in den 80er Jahren, die familiäre Pflichten unter einen Hut bringt und gleichzeitig versucht, ihre persönlichen Träume und Wünsche zu verwirklichen. Mittlerweile ist die 80-jährige Thekla Carola Wied immer noch für ihre Verdienste um die Kunst bekannt und ihre Rolle als Angelika Angi, Graf in »Ich heirate eine Familie« ist ein wichtiger Teil ihres schauspielerischen Vermächtnisses. Diese Rolle stellte nicht nur ihr Talent unter Beweis, sondern trug auch zum Erfolg und der anhaltenden Anziehungskraft des Films bei. Nummer 3. Julia Biedermann übernahm 1983, als sie gerade 16 Jahre alt war, die Rolle der Tanja Graf in der TV-Serie »Ich heirate eine Familie«. Biedermann wurde am 15. März 1967 geboren und war eine vielversprechende junge Schauspielerin. Und diese Rolle markierte den Beginn ihrer Karriere. Im Film ist Tanja Graf die Tochter von Angelika und Werner Schumann, dargestellt mit jugendlicher Unschuld und Niedlichkeit. Die Figur Tanja ist eine junge Frau voller Energie und manchmal etwas rebellisch, die die Herausforderungen und Konflikte zum Ausdruck bringt, mit denen ein Teenager in einer Familie im Prozess der Integration und Anpassung konfrontiert ist. Julia Biedermann drückte gekonnt die Stimmungen und Emotionen eines Teenagers aus und zeigte gleichzeitig die komplexe Beziehung zwischen Tanja und ihren Familienmitgliedern. Biedermanns Rolle in »Ich heirate eine Familie« verschaffte ihr nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit, sondern legte auch den Grundstein für ihre Schauspielkarriere. Mit ihrer Natürlichkeit und Aufrichtigkeit in der Darstellung trug sie dazu bei, die Figur Tanja Graf lebendig und einprägsam zu machen. Noch heute, im Alter von 57 Jahren,
ist Julia Biedermann wegen ihrer Debütrolle in Erinnerung und sie blickt weiterhin auf eine bemerkenswerte Karriere in der Unterhaltungsbranche zurück. Die Rolle der Tanja Graf war ein wichtiger Teil ihrer Karriere und bestätigte ihr Talent und ihre Hingabe an die Schauspielkunst. Nummer 4. Timo Niesner spielte 1983 Markus Graf in der TV-Serie Ich heirate eine Familie, als er gerade 12 Jahre alt war. Niesner wurde am 5. November 1971 geboren und begann seine Schauspielkarriere schon in sehr jungen Jahren. Und diese Rolle war ein wichtiger Teil seiner Karriere. Im Film ist Markus Graf der Sohn von Angelika und Werner Schumann, ein Junge in der Pubertät mit vielen Sorgen und Herausforderungen der Jugend. Timo Niesners Rolle spiegelt die Neugier und manchmal auch die Rebellion eines heranwachsenden Teenagers wider, insbesondere angesichts der Veränderungen in der Familie aufgrund der neuen Ehe seiner Mutter. Niesner porträtierte die Figur des Markus Graf mit Aufrichtigkeit und Natürlichkeit und vermittelte dem Publikum, geschaffen sie ein Gefühl für die Schwierigkeiten und Emotionen eines Kindes, das sich an Veränderungen im familiären Umfeld anpassen muss. Seine Darstellung als Markus Graf unterstreicht nicht nur die Emotionen der Jugend, sondern macht die Figur auch verständlich und sympathisch. Heute, im Alter von 53 Jahren, ist Timo Niesner noch immer für seine Debütrolle in Erinnerung. Und seine Karriere hat sich weiterentwickelt und einen Beitrag zur Unterhaltungsindustrie geleistet. Die Rolle des Markus Graf war ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere und spiegelte sein schauspielerisches Talent und sein Engagement für die Kunst wider. Nummer 5. Tarek Helmi spielte 1983 im Alter von nur 8 Jahren Tom Graf in der TV-Serie Ich heirate eine Familie. Helmi wurde am 19. Januar 1975 geboren und begann seine Schauspielkarriere sehr früh und diese Rolle war einer der wichtigen Anfänge seiner Karriere. In Ich heirate eine Familie ist Tom Graf ein kleiner Junge in der Familie von Angelika und Werner Schumann. Trotz seines jungen Alters sieht sich Tarek Helmis Charakter aufgrund der Heirat seiner Mutter mit großen Veränderungen in seiner Familie konfrontiert. Eine Situation, die in vielen Familien üblich ist und viele emotionale Konflikte hervorruft. Helmi spielte die Rolle des Tom Graf mit Unschuld und Aufrichtigkeit und vermittelte dem Publikum das Bild eines Kindes, das versucht, Veränderungen in der Umgebung zu verstehen und sich an sie anzupassen. Tarek Helmis Auftritt als Tom Graf lässt das Publikum nicht nur die Emotionen eines kleinen Kindes spüren, das vor großen Veränderungen in seiner Familie steht, sondern demonstriert auch seinen Einfallsreichtum und sein Talent, die Gefühle der Figur auszudrücken. Selbst im Alter von 8 Jahren liefert Helmi eine emotionale und ehrliche Darstellung ab, die die Herausforderungen hervorhebt, denen seine Figur beim Erwachsenwerden gegenübersteht. Heute, im Alter von 49 Jahren, ist Tarek Helmi noch immer für diese Rolle als einen wichtigen Teil seiner Karriere in Erinnerung. Die Rolle von Tom Graf markierte den Beginn einer langen und erfolgreichen Schauspielkarriere und stellte sein Talent und sein Engagement für die Unterhaltungsindustrie unter Beweis. Nummer 6. Maria Sebald spielte 1983 im Alter von 53 Jahren Sibylle Bille Vonhoff in der berühmten TV-Serie Ich heirate eine Familie. Maria Sebald wurde am 26. April 1930 geboren und ist eine der erfahrensten und beliebtesten Schauspielerinnen im deutschen Kino und Fernsehen. In Ich heirate eine Familie ist Sebalds Figur Sibylle Bille Vonhoff, eine Frau mit einer starken und unabhängigen Persönlichkeit, die zu interessanten und emotionalen Situationen in der Familie und in den Beziehungen zwischen den Figuren beiträgt. Bille Vonhoff ist eine entscheidungsfreudige und einflussreiche Frau in ihrer Familie, die viele wichtige Entscheidungen trifft, die ihre Mitmenschen betreffen. Sebalds Auftritt als Bille beweist nicht nur Mut und Kraft, sondern verleiht ihrer Rolle auch Raffinesse und Tiefe. Maria Sebalds Darstellung der Sibylle Bille Vonhoff wurde für ihre Fähigkeit gelobt, die Emotionen und den Reichtum der Figur zu vermitteln. Sie verlieh der Figur eine starke Präsenz und Raffinesse und half dem Publikum, die Herausforderungen und Entscheidungen, denen ihre Figur im Kontext von Familie und Gesellschaft gegenübersteht, besser zu verstehen.
Als Maria Sebald am 4. April 2023 verstarb, hinterließ sie ein denkwürdiges filmisches Erbe, wobei ihre Rolle als Sibylle Bille von Hoff einer der wichtigsten Beiträge ihrer Karriere war. Diese Rolle zeugt nicht nur von Sebalds Talent und Engagement, sondern ist auch fester Bestandteil des kulturellen Erbes des deutschen Fernsehens. Nummer 7. Herbert Herrmann spielte 1983 im Alter von 42 Jahren Wolfgang Frank in der berühmten TV-Serie »Ich heirate eine Familie«. Herrmann wurde am 7. Juni 1941 geboren und hat eine beeindruckende Karriere in der deutschen Film- und Fernsehindustrie aufgebaut. Und diese Rolle ist einer seiner herausragenden Beiträge in seiner Karriere. In »Ich heirate eine Familie« ist Wolfgang Frank die Hauptfigur der Geschichte und spielt eine wichtige Rolle bei der Handlungsentwicklung und der Interaktion mit anderen Charakteren. Wolfgang Frank ist ein reifer, intelligenter und verantwortungsbewusster Mann, der jedoch auch in seinem Privat- und Familienleben mit vielen Herausforderungen und Konflikten konfrontiert ist. Herrmann stellte diese Rolle mit Raffinesse und Eindringlichkeit dar und vermittelte dem Publikum das klare Bild eines Mannes, der Arbeit, Familie und persönliche Beziehungen unter einen Hut bringen möchte. Herrmanns Auftritt als Wolfgang Frank zeugt von Reife und Erfahrung, zeigt aber auch seine Fähigkeit, die komplexen Emotionen und inneren Konflikte der Figur zu vermitteln. Herrmann demonstrierte Wolfgang Franks Empathie und seine vielschichtige Persönlichkeit und half dem Publikum, die Nöte und Erfolge seiner Figur zu verstehen und zu spüren. Heute, im Alter von 83 Jahren, ist Herbert Herrmann noch immer für seine Rolle als Wolfgang Frank als wichtiger Teil seiner Karriere in Erinnerung. Diese Rolle ist nicht nur eine würdige Notenicht, nur in Herrmanns Schauspielkarriere eine herausragende Rolle, sondern ist auch ein integraler Bestandteil des kulturellen Erbes des deutschen Fernsehens und unterstreicht sein Engagement und sein Talent im Unterhaltungsbereich. Und da haben Sie es. Ein kurzer Überblick über die Besetzungsänderung von The Never Ending Story. Welche Entwicklung hat Sie am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um noch mehr nostalgische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.